Willkommen zurück bei Portal Stories Mel. Schau mal, was hier passiert. Wow, 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 hey. Heiliger Bimbam. Oh je. Jetzt ist aber ganz schön ruhig. Oh nee. Drauf. So, jetzt hier entlang. Next ocean blew the whole toxic goo pump station apart. It's letting flood waters out. We gotta get out of here. It's not safe. Get through the control centers. There's a transition seal leading up to where I am. Hurry, before this whole place floods or comes down. Ich trau dem halt keinen Meter, ne? Er verarscht uns doch. Guck mal, sogar mit Aufzug. The place is exploding. Rocks are falling everywhere and you're taking the elevator? Ja. What if the power went out? You'd be trapped. Ist doch wieder so ein Chor, oder? Wie bei Portal 2. 100 Pro. Sowas wie du Wheatley. Kurz mal schnell speichern, bevor ich hier irgendwo verrecke. Wo können wir rein, wo können wir raus? Ich sehe halt keine Portable Fläche, ne? Was denn, wenn ich runter? Kann ich wieder runter? Ja, ich fahr wieder runter, komm. Fuck it! Kann ich noch weiter runter? Ne. Ist euch übrigens aufgefallen, dass an meiner Portal Gun... Was ist denn, wenn ich da drauf springe? Warte mal. Dass an meiner Portal Gun unten links eine Büroklammer ist? Jetzt wisst ihr es. Und jetzt weiß ich, dass der Weg hier... Ja gut, er war falsch, aber ich muss nicht neu laden unbedingt. Können auch nochmal die Treppe nehmen. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich es kann. Oh Gott. Da muss er aufstoßen. Wie wär's denn mit dem Weg hier? Der wäre nicht verkehrt, ne? Wäre gut. Sprich, einfach hier runterjumpen. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht, ne? So. Ah ja, danke Wasser, danke. Ich wollte schon durch die Röhre gehen. Da war es schon um mich geschehen. Main Office macht die Türe auf. So mit Portal Stories Mel seinen Lauf. Soundtrack ist nice. Cave Johnson ist nice. You gotta get out of there. The room's filling with smoke. Ach nee. Good. At least you won't suffocate. Whoa! Don't do that. You won't bring the place down in your head. Das ist ein krasser Scheiß. Aber ich kann Portale setzen schon mal. Ich könnte hier in die Flammen. Halte ich jetzt nicht für die schlauste Idee, aber anscheinend für meine einzige Idee. Ich erkenne zumindest gerade keinen anderen Weg. Kann ich einen Stuhl nehmen oder sowas und durch die Scheibe hauen? Ne. Ne. Ah, wie wär's denn mit dem Wasser das Feuer löschen? Ne? Wir hatten doch vorhin hier viel Wasser. Zurückkomme ich aber nicht mehr. I'm reading you blew a water pipe. What the fuck? Irgendwas ist ja kaputt. Mein Skype ist aufgegangen. There's got to be water pouring out somewhere. Komisch. Eine Sekunde.
Und ich habe gerade nochmal den Sound synchronisiert. Ja, ich habe gerade gesehen, hier ist ein Loch. Dummes Loch. Ist mir aber kaum aufgefallen. Oh, natürlich habe ich die falsche Seite bewässert. I can't believe that worked. Oh, right, get going. Firefighting 101. Wow. If you'd been there a few seconds earlier, you'd have ich gerade ein Achievement bekommen. Ich glaube, das wird jetzt halt angezeigt. I need the muscle. Pick up crates. Ah, wunderschön. So. Mach die. Warum verrecke ich direkt? Warum bin ich direkt verreckt? Direkt verreckt. Warum? Also gut, nochmal. Jetzt können wir hier entlang. So langsam wird es richtig interessant, gell? Ich meine, die Testkammern waren schon übel, aber das hier, ich lieb's immer, wenn es außerhalb der Testkammern geht. Und finde es schön, dass das hier in dem Mod auch der Fall ist. Es gab für Portal 1 einen Mod. Okay. Bad news! When the pump station blew, the floodgates opened up wide. Toxic goose rising fast, the sensors maxed out ages ago, warning lights, woo, going crazy all around. This just got a lot more serious. Ist das so gewollt? Ja, es gab für Portal 1 einen Mod. Sogar mit einem eigenen Endboss und sowas. Der war auch ziemlich cool. Ich weiß nicht mehr, ob das Still Alive war, aber der war... der war auch ziemlich gut. Nehmen wir gerne mit den Cube. Oh, great. Another blocked corridor. Ah! Perfekt! Den Cube nehmen wir mit. Haben wir hier noch was? Irgendwas, was wir brauchen, gebrauchen oder sonst was? Nee, ne? Ich glaube, damit hat sich's dann auch. Meine Fresse, beweg dich, Junge. The door won't open from this side. Maybe there's some other way around or something. Ich hab's geschafft, irgendwie. So, Mel, why don't you take your time? Look around here. I'll try to slow the rising goo down a little bit harder, I guess. Just don't take all day. Great job, Mel. You're on the other side of that door now. Yes, very good. Was braucht man jetzt? Wahrscheinlich den Cube, ne, der hier überall rumfliegt. Weil ich ihn blau gemacht habe. Wo ist denn der überhaupt? Ich hole einen neuen. Wie wär's denn damit? So, vielen Dank. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich den da durchkrieg. Ohne ihn dreckig zu machen. Oh, ja, wie wär's denn mit der offenen Tür? Hehe. Coole Sache, ich hoffe es reicht. Wenn ich es mal schaffe, da drauf zu springen. Verdammte Scheiße, los. Hehe. Hopp, hopp, hopp. Duck Jump. Ich schaff's nicht. Guck mal, wie groß der Cube ist im Vergleich zu einem gewöhnlichen Schreibtisch. Die sind schon riesig, die Scheißdinger. Da ist nix. Da ist auch nix. The doors are locked? Back in the day, the wiring was a bit strange sometimes. Try turning some machinery on. See if that also unlocks the doors. Wow, that actually worked. I mean, great. Gut, okay, ich habe die Tür geöffnet, aber ich will noch mal da runter gehen und gucken, was hier ist. Wird nur ungern Sachen verpassen.
Ich habe übrigens in Portal 2 einige Story-Sachen übersprungen, weil ich so durchgerannt bin. Hat mich die Frau Schrapnella darauf aufmerksam gemacht. Tut mir leid. Habt wirklich coole Sachen verpasst. Eventuell what's Future Self, your father, past self, Hitler. Da steht's. Know your time travel paradoxes. Ja. Well, that's just great. Can't we get through a room once without stuff blowing up or blocking our way? Also wenn wir... Try to find some water again or something. Wenn wir oben rumgegangen wären, wären wir wahrscheinlich gestorben oder der Weg hätte uns einfach geblockt, ne, durch das Feuer. Das heißt, ich muss das Feuer jetzt erstmal löschen. Ich habe gesehen, dass hier links schon ein Weg runter geht oder hier. Gucken wir mal. Natürlich kann man hier nicht durch. War ja klar. Wäre ja auch viel zu einfach. Aber warum kann ich hier runter generell? Macht gerade wenig Sinn für mich. Hier ist auch nochmal ein Portal. Also eine Portalstelle. Oh, das Außenrumlaufen nervt. Und... ja. Die Ecke hier ist genauso hilfreich wie die andere. Kann ich irgendwas hier unten machen? Ha. Ich sag's ganz ehrlich. Ich bin verwirrt. Ich kann aber hier ein Portal setzen. Hab jetzt gerade irgendwie keine Ahnung, wo uns das hinbringt. Guck mal da. Water. Be water, my friend. Okay, wir haben eine Wasserstelle gefunden. Müssen wir natürlich nur schauen, wo setzen wir die ein. Ich kann nämlich von da oben... Ich kann kein Wasser runterkommen lassen. Das ist jetzt halt das... Ah, guck mal da. Hui! Great. From there, there's just the walls. Don't get comfy, though. I pulled the plug on some emergency runoff dams, but the goo is still rising. Das war jetzt schon lustig. Ich könnte jetzt auch theoretisch hier oben runterspringen und auf... Ich gehe mal den normalen Weg. Keine Ahnung, was da jetzt noch wäre. Wow! This place is massive! Whoever built this place must be a great architect. Wicked, wicked! This place is massive! This room is a control panel. It controls the hatch. Try to get there. Also ich habe jetzt ja das hier. Sehr schön. Jumpy, jumpy. Wie immer versaue ich erstmal alles. Erstmal schön alles einsauen. Ich sehe eine Fläche, ich mache sie blau. Ne? So ist das. So ist das, so mag ich das. Das Coole ist, wir können dann wahrscheinlich hier so Walljump-mäßig hin und her fliegen. Ist ja geil. Also ich vermute mal, dass das funktioniert. Versprechen tue ich nichts. Aber und das... Guck mal gleich. Hier kommt später Orange raus, okay. Ich will jetzt erstmal das Portal woanders hinsetzen, dass es mich nicht nervt. Achtung. Schauen wir mal. Yes! Yes! Super! Super geil! Jetzt gehen wir rüber. Und betrachten uns das Ganze von oben wahrscheinlich. Ah, ne, hier können wir das Orange noch einsetzen. Cool. Okay, zum Saubermachen können wir das Wasser hier nicht nehmen. Gut.
Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen tricky. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir Anlauf kriegen. Irgendwo. Ich vermute mal stark, dass dafür die Wand hier da ist. Ja, 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 noch ein Stück. Komm, komm. Komm, mach uns saftig, mach uns fruchtig. Wie diese Scheiß-Werbung, diese Skittles-Werbung, die ist so ekelhaft irgendwie. Die ist so ekelhaft. So. Machen wir das hier auch noch. Ich glaube, das müssen wir blau machen. Habe ich irgendwie im Urin gerade. Ich war zwar noch nicht oben, aber ich habe es irgendwie im Urin gerade. So. Zur Sicherheit. Speichern. Wir brauchen ein orangenes Portal, okay. Ne. Ne, wäre scheißegal gewesen. Interessant. Für was braucht man blau überhaupt nochmal? Ich bezweifle es. Ui. Ui. Geht nicht auf. Dieses Aperture-Logo in Orange, gell, das sieht doch so schön 60s, 70s aus, gell. Ich lieb's. Danger, in the event of flooding, seek air pockets. My records show that at least two people were needed to activate the wall patch. You're one person. There's a bit of a problem there. I'm sure you can figure something out. Jetzt haben wir wieder so ein Schalterrätsel. Ne? Erledigt. Guck mal, hier können wir uns beobachten. So ein kleines bisschen zumindest. Wir sehen auch, dass am Fuß, seht ihr das? Diese Sprungdinger, die sehen auch anders aus wie bei der Shell aus Portal 1 und 2. Also ist schon älter, das Zeug, was wir haben. Und auch die Klamotten. Vom Haarstil, Klamottenstil jetzt nicht unbedingt. Erinnert es mich aber ein kleines bisschen an No One Lives Forever. Falls ihr das Spiel noch kennt, das war so ein Agenten-Ego-Schleiß-Shooter, der auch in den 60ern, 70ern gespielt hat. War so ein bisschen Hommage an die alten Bond-Filme und so. Ich habe es leider nie gespielt, soll aber sehr cool gewesen sein. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich mit dem Control Room hier geöffnet oder geschlossen habe. Jetzt bin ich gerade... gerade eben war ich verwirrt, wie ich wieder rauskomme. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe oben gespeichert, oder? Guck mal, ich könnte hier die Röhren nehmen. Was habe ich gerade gemacht, verdammt? War das die Tür hier? Ne, ich glaube, hier komme ich her, ne? Ja, hier komme ich her. Ich habe eigentlich drauf geachtet, auf alles zu achten. Hat dann aber keine Acht. Und das ist dann, war dann scheiße. Ja. Satz mit X war wohl nix. Quasi. Was habe ich jetzt erreicht? Ich gehe mal gerade hier hoch. Vielleicht sieht man oben was. Ich bezweifle es aber. Vielleicht wieder... Ah! Guck mal, im Endeffekt... Das war das, ne? Habe ich jetzt nicht im Dame-Part oder im letzten noch gemeint. Dass man mehr nach oben schauen sollte, dass mir das gesagt wird. Ja, hätte ich mal drauf gehört, ne? Hätte ich mal drauf gehört. Komm, wir gehen jetzt erstmal hier wieder raus. Das Problem ist, ich weiß halt trotzdem nicht, wo es weitergeht. Ist ein bisschen kacke gerade. Hui! So schön gerade. Zack, zack. Und hier bin ich ja dann hergekommen. Hier habe ich die Schalter umgelegt. Nur für was? Supplementary Hatch Reclusion Override.
Ich bin ein Depp. Ich habe einen Schalter verpasst. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Kann ich von... Es hat funktioniert. Ich bin vorher schon rein. Coole Scheiße. Das ist schon sau geil gemacht. You're a short walk to the new enrichment center from here. We'll meet up shortly. And good news, we're not going to have to worry about the goo eating us alive. I'll seal up the hatch and we don't have to worry about that anymore. That's definitely a plus. Das ist das neue Logo, das aktuelle. Das sind auch die aktuellen Türen. Die aktuellen Röhren. Aktuelle Zahlen. Das ist geil. Das ist geil. Also wir haben wirklich lang geschlafen. Ich glaube, es wird sogar schon gesagt, dass wir ein paar hundert Jahre oder was gepennt haben, gell? Yeah. So, und hiermit endet das Kapitel. Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.